Canon EOS R6. Gab es im Set, habe ich mir im Set gekauft mit dem 24-105 Objektiv. Blende hat das Objektiv bei 24 eine Blende 4 und bei 105 7,1 ISSTM Kit. Die Kamera gibt es auch einzeln und wie gesagt auch im Kit. Ich habe mir das Kit bestellt. Ihr seht hier meine gute alte Canon EOS 5D Mark II. Ja, die hat jetzt ausgedient. Oh, ich habe ein bisschen bessere Pflicht. Die hat jetzt ausgedient, 10 Jahre alt. Und genau nach 10 Jahren habe ich mir gedacht, okay, jetzt holst du dir mal eine neue Kamera. Kamera hat natürlich viele Features, die wesentlich besser sind als die alte Kamera. Aber mich hat natürlich ganz stark interessiert, spiegellos. Dann Datenübertragung habe ich ja gar nicht. Also ich muss ja immer die Karte hier rausnehmen und kann hier nicht Wi-Fi nutzen. Mal sehen, mit Bluetooth geht es ja wohl auch. Mich hat fasziniert eigentlich an der Kamera, dass ich mir die gekauft habe. 20 Megapixel reicht mir völlig aus. Ich brauche nicht mehr. Interessant war für mich die hohe ISO-Zahl. Das findet ihr ja in technischen Daten und die Möglichkeit 4K zu filmen, weil ich mache ja RC-Karren. Filme ich so ein bisschen nebenbei auch hier für YouTube zum Beispiel. Und dafür habe ich eine Kamera gesucht. Und genauso in Sporthallen, wenn dann schnelle RC-Cars fahren, habe ich das Problem, dass ich eigentlich eine hohe ISO brauche. Und da bin ich natürlich bei der EOS 5D bei ja, 12.000 ISO, bin ich schon am Ende. Da habe ich ja schon das Bildrauschen und dann immer so rote Farbpixel drin. Ja, und das ist natürlich nicht so toll. Deswegen werde ich die für die Außenaufnahmen nehmen und für sonstige Aufnahmen, aber für schnelle Aufnahmen beziehungsweise halt auch für die für den Alltag die spiegellose R6. Ja, was bietet das Kit? Das Kit hat den Vorteil, man hat das Objektiv relativ preiswert drin. Kitpreis ist ungefähr 3.000 Euro. Wenn man es einzeln kauft, ungefähr ein Hunderter mehr. Bloß mal so. Preisvergleich. Also wer sich sowieso ein Objektiv kaufen will und sich für dieses entscheidet mit dem leisen STM-Motor, der sollte sich dafür entscheiden. Also wäre zumindest eine Empfehlung. Zur Verbindung Image Cloud. Ja, man kann seine Bilder hochladen. Hat da auch einen kleinen Speicherplatz. Dann was haben wir bei? Wir haben da passt mein alter Akku, glaube ich, gar nicht mehr rein. LPE6NH. Gucken wir mal, ob das mit meiner Kamera passt. Aber ich befürchte, es ist nicht der Fall. Dann wollte ich jetzt mal die Größe vergleichen hier. Ich habe hier gerade keinen Original-Akku. Aber das könnte schon durchaus sein, dass der sogar noch passt von meiner alten Kamera. So, weiter geht's. Was haben wir hier? Aha, Netzkabel. Ich würde sagen, das ist fürs Ladegerät gedacht, wo man den Akku legt. Ha, ganz klassisch hier, logisch. Das Ladegerät. Ich würde sagen, das sieht ja ziemlich gleich aus wie der Vorgänger. Ein bisschen optisch angepasst, aber das sieht eigentlich aus wie mein vorhergehendes. Mal gucken, wenn ich hier den Akku sehe. Ha, da passt sogar der Akku vom Vorgänger rein. Also das könnte sogar sein, dass der Akku und umgedreht in die Kamera passt. Wobei hier vielleicht sogar mehr Milliampere drin steht, steckt. Das Ladegerät. Und hier darunter legen wir weg. Ganz praktisch, klar. Der Tragegurt sollte nicht vergessen werden. Ich habe bei mir aber einen Sniper dran. Also eine ganz andere Version, also nicht von Canon, aber gut. Das muss jeder für sich selber entscheiden, was er da nutzt. So, dann geht's weiter. Und hier kommen wir schon an die zwei Schmuckstücke ran. Einmal das Objektiv und die Kamera. Dann ist die Kiste leer. Leg mal zur Seite.
schauen wir uns das gute Stück mal an. So. Erstmal das Objektiv. Ganz klar, solltet euch das Objektiv genau angucken, wenn ihr das kauft, ob wirklich keine Kratzer, keine Flecken, kein gar nichts drauf ist. Weil sieht nämlich schon gut aus. Hier oben Filtergewinde, also wenn ihr hier einen Aufstockfilter drauf macht, 67 mm. Ansonsten finden hier die technischen Daten, sind hier wieder aufgedruckt, ne? Also welches Objektiv es ist. Dann haben wir hier hinten den RF-Adapter. Ganz klar, wir haben ja ein neues System bei der Kamera. Brennweite. Ups, hier einstellbar. Dann Fokus, Control und Stabilisator ein, aus. Hier der neue Adapter. Also im Gegensatz zum alten ist das hier doch ein kleiner Unterschied. Deswegen passen die zwei auch nicht aufeinander. Dazu, wenn ihr halt die alten Objektive nutzen wollt, braucht ihr halt so einen RF-Adapter. Den gibt es, bei manchen Aktionen gibt es den dazu und bei manchen halt nicht. Bei mir gab es keine Aktion, also muss ich mir den extra kaufen. Also wer ein bisschen Zeit hat, der kann da gerne warten, bis Canon so eine Aktion startet. So, dann haben wir hier die Kamera. So, am besten nicht kaputt machen. So, und das ist hier das gute Stück. Jetzt gucken wir uns gleich mal hier etwas genauer an. So, bevor wir uns die Kamera ansehen, das Handbuch. Kurz und knapp, ist jetzt wirklich nur, also es ist in vielen Sprachen, glaube ich in letzter Zeit so typisch, aber hier steht jetzt wirklich nur das Wichtigste drin. Also hier erstmal die ersten Schritte, dann sollte man sich hier das Handbuch runterladen, genauso die Software und Bedienungsanleitung für das Objektiv. Dann gibt es ein paar Vorbemerkungen, Sicherheitshinweise zu beachten. Klar, Schutzabdeckung für den Akku abnehmen, dann erstmal laden. Damit ihr im Prinzip die Kamera starten könnt. Dann einschalten, ganz klar. Objektiv anbringen. Fokusschalter auf AF. Mal gucken, das war glaube ich gar nicht zu sehen, das AF. Hier bei dem, genau, bei dem Objektiv. Also sprich hier auf Control wahrscheinlich. Ja, dann kann man schon loslegen und einfach mal testen. Ja, da haben wir hier automatische Motiverkennung, WLAN-Verbindung, da könnt ihr eine WLAN-Verbindung herstellen, beziehungsweise halt Bluetooth. Ja, dann Hinweise, wie die Verbindung läuft. Also, ganz kurzer Check. Und hier die wichtigsten Funktionen, beziehungsweise wichtigsten Hinweise. Ich glaube, das ist, interessiert ja die meisten Leute, wo das Wählrad ist, wo der Modusschalter ist, wo eine Look-Taste ist, wo das Bajonett ist, ist klar, ne? Aber wo die ganzen Tasten sind für die Funktion. Vieles ist übernommen vom Vorgänger, aber Bedienung ist minimal etwas anders. Und klar, die Ergonomie ist natürlich erstmal wieder gewöhnungsbedürftig, aber ansonsten der Aufbau typisch für Canon. Wenn ich jetzt mal beide Kameras jetzt, ich nehme einfach mal meine alte als Vorlage, wenn ich jetzt mal beide sehe, dann seht ihr, das ist schon
tendenziell ähnlich ist. Der einzige Unterschied, was heißt der einzige Unterschied? Der große Unterschied ist natürlich, ihr seht es schon an der Baugröße an sich, die ist etwas kleiner und die ist auch etwas schmaler gehalten, gerade hier in dem Kasten, in dem Bereich für den Spiegel, weil wir haben ja jetzt eine spiegellose Kamera und am besten werde ich mal hier einen Test machen vom Gewicht, dass ihr da auch mal eine Übersicht habt. So, mal gucken. Jetzt sagt er mir natürlich hier eine falsche Angabe. Umstellen. So, damit geht das Gewicht jetzt besser auf 0. Gramm. Und wenn ich jetzt meine gute alte Eos nehme, meine 5D Mark II, und das mal vergleiche, sollte eigentlich ein kleiner Unterschied sein. Gramm ungefähr. 774 Gramm zu 550. Ist schon ein deutlicher Unterschied. Vom Aufbau, wie gesagt, ähnlich. Bis auf das halt spiegellos. Und hier mit Spiegel ist. Und ihr seht schon, die Dimensionen sind schon deutlich anders. Der Kasten dadurch ist hier ein Stückchen höher. Hier ist geblieben die Taste, um zu verriegeln bzw. zu entriegeln. Dann haben wir hier vorne den Auslöser. Wir haben hier unser Wählrad. Das Einzige, was die R6 nicht hat, das hat noch die D5. Hier oben ein Display. Das ist dort weggefallen. Also ich glaube, die R5 hat das. Ja, kann ein Vorteil, kann ein Nachteil sein. Klar, es ist schöner, wenn man die Daten sieht. Aber man hat das da weggelassen. Zur Not sieht man es ja hinten im Display. Und man weiß ja, was man eingestellt hat. Ansonsten hier für den Trageriemen ein Ausschalter. Hier mein Menü-Wählrad. Also sprich, was ich einstellen will. Ob P-Modus, TV-Modus, AV, M, Bulk. Oder diese C123 Programme oder eben im Kameramodus. Das sind so die wichtigsten Sachen. Kameraschuh ist oben geblieben, das ist ganz klar. Dann finde ich ganz cool, weil das hatte meine Vorgängerkamera nicht. Dann finde ich ganz cool, dass man natürlich hier ein schwenkbares Display hat. Was ich in alle, also in viele Richtungen drehen kann. Jetzt hier natürlich nur in die. Aber ich habe natürlich auch die Möglichkeit, wenn ich das so drehe, das quasi hier so reinzulegen. Finde ich ganz cool. Schöne Sache. Dann habe ich hier meinen Cursor. Hier habe ich meine Z-Taste, meinen Wählrad, eine Infotaste, Lupenfunktion, Papierkorbfalten, falls ich ein Bild löschen möchte oder ein Video. Hier auf die Play-Funktion, dann komme ich quasi in mein Menü mit dem Ordner, mit den vielen Bildern oder Videos, Menütaste, ein Ausschalter, ja, hier habe ich mein Wählrad, Look-Taste, Aufnahmetaste, ja, das sind so die wichtigsten Sachen. Hier unten kommt der Akku rein, hier unten habe ich mein HDMI-Anschluss. So, dann verbirgt sich hier der Kartenslot und zwar für zwei SD-Karten. Vorher haben wir ja eine CF-Karte gehabt. Hier haben wir jetzt die Möglichkeit, zwei SD-Karten reinzubauen. Hier haben wir Mikrofonanschluss, USB-Anschluss, Kopfhöreranschluss, Fernbedienung und HDMI. Wird hier einfach nur zur Seite gemacht und dann könnt ihr die entsprechenden Kabel anschließen. So, das war's. Dann erstmal kurz die Kamera. Achso, klar, Objektivdeckel abmachen.
Genau so hier. Und dann einfach hier roter Strich, aneinander stellen. Und schon ist das Objektiv drauf. Im nächsten Schritt machen wir mal hier den Deckel auf, Akku rein. Passt wie gesagt vom Vorgänger, das ist eine ganz coole Sache, von der E5 Mark II, passt ja wunderbar rein. Dann könnt ihr hier eure Daten, also die ersten Daten eingeben, Datum, Ort, also die Zeitzone habe ich jetzt nicht gemacht. Ich bin jetzt hier im Automatikprogramm und dann können wir hier mal alle durchgehen. Wie gesagt, wir haben hier verschiedene Modis, die ihr durchgehen könnt. FN oder FV besser gesagt ist das. Dann den P-Modus. P-Modus kennt man glaube ich, ne? Wenn man jetzt hier am Rad dreht. So, wenn man jetzt hier, man muss einmal aktivieren. Wenn man jetzt hier am Wählrad dreht, ändert sich die Blende und die Zeit. Also die Blende und die Zeit. ISO ist hier bei 200 eingestellt auf Automatik. Und je nachdem, wie ihr die Blende oder die Zeit einstellt, ändert sich der andere Wert. Das ist die P-Funktion. Dann haben wir hier die TV-Funktion. Wichtig für Sportaufnahmen. Entweder ob ihr Mitzieher habt oder gestochen scharfe Autoaufnahmen zum Beispiel oder Actionaufnahmen. Wenn ihr natürlich das wie eingefroren haben wollt, müsst ihr natürlich, je nachdem wie schnell die Person, das Auto, das Fahrzeug, die Bewegung ist, müsst ihr natürlich hochgehen. Und wenn das irgendwann nicht ausreicht, weil wenn ich jetzt drauf drücke, habe ich jetzt hier in der Automatikfunktion, stellt mir auch automatisch die ISO ein. Ich kann natürlich auch hier die ISO vorgeben, dass ich sage, okay, hier eine bestimmte ISO. Und hier können wir mal gucken, was wir hier haben. Wir haben einen ISO-Wert bis 102.000 ist möglich. Ich weiß gar nicht, ob man es noch erweitern kann. Das will ich jetzt gar nicht. Könnte durchaus sein. Aber zumindest bis dahin ist es möglich. Und wenn wir das jetzt hier einstellen, dann haben wir hier jetzt schon eine Blende 7,1. Und wie gesagt, es ist abhängig, wie gestochen scharf ihr es haben wollt. Ja? Und ihr habt eine Möglichkeit, bis zu 1/8000stel zu, also die kürzeste Zeit, die ihr habt. Dann im AV-Modus. Der Modus ist völlig anders. Also ich habe jetzt noch die ISO, bleibt dann scheinbar immer drin. Ist abhängig natürlich von eurem Objektiv. Hier habe ich jetzt ein Objektiv, was 4,5 als Blende hat, also maximal. Also je nachdem, könnt ihr natürlich auch andere Objektive kaufen, dann geht das schon bei 1,2 los, aber je kleiner die Blende oder je größer die Blende, je kleiner eigentlich, ne, der Wert hier ist, desto mehr bezahlt ihr natürlich auch für ein Objektiv. Das ist eigentlich das Problem. Ne? Aber ihr habt natürlich auch schöne Tiefenschärfe. Ne? Wenn ihr jetzt hier ein Objekt habt, was ihr hier zum Beispiel scharf haben wollt und den kompletten Hintergrund, der soll verschwommen sein, habt ihr natürlich mit einer Blende von 1,2 einen besseren Effekt wie mit Blende 4,5. Also das sind so die groben Unterschiede. Ne? Und dann mal sehen, wie hoch es geht. Blendemäßig, aha, Blende 22 bei dem Objektiv. Ist auch objektivabhängig, aber auch von der Kamera selbst. Als nächstes haben wir den M-Modus, da könnt ihr alles einstellen, also sprich, boah, jetzt ist natürlich viel zu hell. Hier könnt ihr alles einstellen, hier könnt ihr die Zeit einstellen und ihr könnt die Blende einstellen und ihr könnt die ISO einstellen. Also ihr habt hier volle Kontrolle und ihr könnt nicht nur hier über diesen zwei Tasten, also wir haben auch hier einen Touchscreen, könnt auch hier so schieben. Ah, das ist, finde ich, cool, habe ich jetzt gerade erst rausgefunden und könnt auch hier so ein bisschen den Mittelwert haben. So, raus aus dem Menü geht er einfach da oben. Ich habe keine Karte drin. Okay. Dann haben wir den Bulb-Modus. Der ist ganz cool, ganz interessant für Langzeitbelichtung. Dann haben wir hier drei Programme, wo ihr ein eigenes Programm praktisch vorkonfigurieren könnt. Und dann haben wir die Videofunktion.
aber es sollte eigentlich die Videofunktion auch in anderen Programmen funktionieren. Hier oben ist der Auslöser für das Video und hier vorne ist der Auslöser für ein Foto. So, drücken wir hier mal drauf, was dann passiert. Natürlich erstmal nichts. So, dazu, ich habe hier eine kleine Karte, ich hoffe, das funktioniert. Meine gute alte kleine Karte. 4 GB. Jo, Karte drin. So, drück mal drauf, ich bin im Videomodus, drück mal drauf. Aufnahme startet. Da seht ihr hier oben für Aufnahmefunktion, dass die gestartet ist. Dann seht ihr hier die Zeit mitlaufen, Minuten, Sekunden. Hier haben wir, da komme ich jetzt hier nur, da kann ich hier noch was ändern. Sieht aus wie ein Kopfhörer. Ansonsten kann ich hier noch die Belichtung ändern. Die Möglichkeit habe ich jetzt auch noch im Nachhinein. Und das Video läuft weiter. Und ich kann es hier stoppen. Aber ich kann es nicht pausieren. Also entweder, ich kann hier starten, da oben starten und stoppen, aber ich habe keine Möglichkeit zu pausieren, wie es vielleicht vom Handy kennt. Ne? Dann, ganz super Funktion. Ich hoffe, das kann man so ein bisschen hier sehen. Wenn ich jetzt hier bin, dann habe ich hier eine automatische Nachführung von der Schärfe. Wenn ich jetzt aber hier zum Beispiel hier drauf drücke, pausiert, und ich gehe nach hinten, ne, dann seht ihr, da hinten ist es nicht mehr scharf. Also ihr könnt die automatische Schärfe-Nachführung, wir können jetzt hier mal rangehen, hier, Schärfe ist nicht nachgeführt worden, die könnt ihr hier zuschalten und ausschalten. Wenn ich hier diesen Servo-AF wieder einschalte, dann wird es sofort wieder scharf. Also der Vorteil ist davon und vor allen Dingen auch geräuschlos. Also deswegen dieses STM, also wirklich eine geräuschlose Nachführung. Wenn ich jetzt hier rangehe, dann bleibt es immer scharf. Wenn ich jetzt aber eins mache, ich schalte hier aus und gehe hier ran, dann seht ihr, wird es unscharf. Und das auch mit super Silence Motor, also ziemlich leise das Ganze. Das muss ich sagen, das hat sich auch geändert. Das war bei meinem, also bei meinem Objektiv war das schon gar nicht möglich und meine Kamera hat das auch nicht gemacht. Also sehr schöne Option, die wir hier haben. So, hier oben mit der Look-Funktion könnt ihr halt im Prinzip das verhindern, dass ihr hier einen Wert verstellt. Müsst ihr einfach bloß diesen kleinen Button hier drücken, wo Look steht. So, unlocked. Und dann sollten hier die Werte sich eigentlich wieder ändern lassen. Gerade raus. So, mal gucken. Vielleicht hier besser zu sehen. So, hier ändern sich. Wenn ich jetzt hier Look mache, dann, da muss ich echt nochmal drauf gucken, warum das nicht funktioniert. Controls looked. Warum das nicht, diese Taste so funktioniert, wie ich denke. Unlocked. So. Und jetzt sollte eigentlich diese Werte sich nicht mehr ändern. Na gut, okay. Das muss ich nochmal kontrollieren. Ah, okay, das Wählrad. Das ist blockiert. Auch blockiert jetzt. Ja, okay. Hat doch funktioniert. Mal hier drehen, beziehungsweise hier drauf drücken. Jetzt kann man wieder drehen. Also hat doch funktioniert, aber nicht so perfekt, wie ich mir das vorgestellt habe. Weil hier ist gelockt, aber den Wert kann ich hier noch ändern. Ja gut, okay, das muss ich mal noch rausfinden. Dann haben wir, wie gesagt, hier Menü, auch übersichtlich. Zurzeit ist hier alles in Englisch. Ich weiß nicht, irgendwo geht es bestimmt in Deutsch. Hier kann man die Videoqualität ändern. Bis 4K möglich. Ihr habt die Möglichkeit, hier zu bestätigen oder auf dem Touchscreen hier, den wir hier haben. ISO-Settings sind einstellbar.
hier sogar bis 204.800 ISO. So, wenn man hier oben am Wählrad tritt, kommt man weiter. One-Shot-Option. Hier sind die ganzen Einstellmöglichkeiten, die sich hier bieten. Ich muss bloß mal dann noch auf mein. Hier kommt man in dem Reiter nach unten, oben weiter scrollen und man kann hier halt die bestimmten Werte ändern. Jetzt holen wir alles durch. Print Order, Prozessin, okay. Wi-Fi oder Bluetooth Connection. Kann man sich verbinden mit dem Smartphone oder mit dem hier, mit dem PC. Und verschiedene, hier ist die Language-Funktion, hier könnt ihr verschiedene Sprachen und dann haben wir es auch in Deutsch. Hier habt ihr Videosystem, könnt ihr PAL oder NTSC einstellen. Also das Ganze drumherum ist hier wirklich übersichtlich angeordnet. Also wer hier schon mal ein Canon hatte, der wird sich hier sofort gut auskennen. Ja. Wie gesagt, das Einzige, was ich vermisse, hier haben wir übrigens eine Infotaste. Hier seht ihr die ganzen Infos für das Bild, was ihr gerade machen wollt, was gerade eingestellt ist. Dann sehen wir auch hier die Bildgröße, ist Größe L. Dann hier automatische Belichtung, Spotmessung müsste das sein. Ja, das sieht man hier, hier über das Wählrad kann man jetzt gar nichts einstellen. Warte mal, wie war das hier? Auch nicht, zweier Look, Bedienelemente, entsperrt. Hier hat man die Belichtungskorrektur, das seht ihr hier unten, unabhängig von den Einstellungen, Blende, Zeit, die man hier oben hat, also man kann das nochmal reduzieren. Blitzschuh, kannst nochmal ein Blitzlicht drauf, auch kein Problem. Ja, das war mal ganz kurz, würde ich jetzt mal sagen. Die R6 vorgestellt. Wie gesagt, ich nutze die mehr oder weniger für Actionaufnahmen, für den Modellbaubereich, aber auch wenn ich auf Messen bin, wenn ich ein Video drehen will und so. Und dafür ist die genau optimal. 20 Megapixel reicht mir völlig aus. Entscheidend war für mich klar das Gewicht und vor allen Dingen die ISO-Werte. Und natürlich klar, dass die Bildschärfe automatisch nachgezogen wurde.